Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich grüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Wir haben Montagnacht und irgendwas pfeift hier bei mir. Was pfeift hier? Ich hoffe, es pfeift nicht bei euch. Wir fangen mal ganz einfach an. Wir haben Montagnacht und Montagnacht heißt, wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft an. Wie immer unter 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110 oder ihr könnt auch natürlich mailen unter 1live.domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte schreibt eure Telefonnummer drauf, auch wenn ihr faxt, dann können wir euch schneller und besser zurückrufen. Erster Anrufer heute Nacht ist Dani. Dani ist 28. Und eine Frau oder ein Mann? Ja, ich bin eine Frau. Eine Frau. Hallo. Hallo Dani. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, dass meine Mutter gestern Morgen verstorben ist. Mhm. Ist deine Mutter sehr plötzlich verstorben? Nach unseren Augen ist sie sehr plötzlich verstorben, ja. Ja, an was sie ist... Sie war zwar krebskrank gewesen, sie ist im Januar noch notoperiert worden, weil sie zwei Tumore im Gehirn hatte, durch den Lungenkrebs, der hat so gestrahlt. Ja. Und heute hätte die Chemotherapie beginnen sollen. Mhm. Und dazu hatte sie keine Lust mehr. Sie ist einfach eingeschlafen. Mhm. Sie wollte nicht mehr. Mhm. Hat sie schon mehrere Chemotherapien hinter sich? Nein, gar nicht. Sie hatte nur diese eine Notoperation. Und da war sie vor einer Woche, war sie noch zwei Wochen zu Hause gewesen, weil sie unbedingt nach Hause wollte. Mhm. Und wir haben alles besorgt. Krankenbett, Rollstuhl und alles, was sie halt gebraucht hatte, hatte mein Vater noch besorgt und alles. Ja. Dann war sie noch zu Hause und sobald es hieß, du musst dann ins Krankenhaus für die Chemotherapie, ging es immer weiter bergab. Sie hat dann nichts mehr gegessen und nichts mehr getrunken. Hatte sie Angst auch davor? Wir wissen es nicht. Sie hat nicht geredet, Domian. Mhm. Sie hat überhaupt nicht geredet. Wie alt ist deine Mutter geworden? Sie ist gerade 56 gewesen. 56 erst, so jung. Mhm. Ja. Wie lange, nur hatte sie ja schon eine schwere Erkrankung. Wie lange insgesamt war sie schon erkrankt? Es war jetzt seit Januar gewesen. Ach doch, erst seit Januar, ja, ich dachte schon früher. Ja, wir waren im Dezember noch im Urlaub gewesen. Mhm. Wir waren noch im Centerparks, ich und meine Eltern und meine zwei Kinder, wir hatten noch teilweise einen schönen Urlaub, da hat sie schon geklagt, dass sie so Kopfweh hatte. Mhm. Und dann hat mein Vater sie hinterher zum Arzt geschickt, als wir aus dem Urlaub wieder kamen. Und der stellte eine Diagnose Verdacht auf Migräne. Mhm. Und da sollte sie zur Tomographie hin. Ja. Und da hat sie gesagt von wegen, ja okay, dann rufe ich da an. Und naja, und dann sagte sie, Sprechstundenhilfe, das geht aber erst ab dann und dann. Meine ich, sag ich, Mutti, das ist wichtig. Lass dich irgendwie dazwischen schieben. Mhm. Und das hat sie irgendwie dann vermasselt gehabt und dann ging es ihr nach zwei Tagen noch viel schlechter und dann hat sie schon erbrochen und alles und dann ist mein Vater mit ihr in die Klinik. Mhm. So, und dann haben sie erst auf den Kopf gestellt und haben irgendwie, soweit ich weiß, nicht irgendwie das Richtige gefunden gehabt, was ihr fehlt. Sie hatten dann immer nur irgendeinen Verdacht gehabt und es hieß dann hinterher, das Gehirn sei geschwollen, hat mein Vater mir gesagt. Und da wusste ich dann halt auch noch nicht die ganze Wahrheit. Ja, ja. Und das hing wohl mit den Gehirntumoren dann zusammen, was ich dann später erfahren habe. Mhm. Und dann hat sie im Januar eine Notoperation gehabt, weil die Gehirne schon die Tumore schon drohten, aufs Stammhirn zu drücken. Ja. Und diese OP hat sie gut überstanden? Das hat sie wunderbar alles überstanden. Ja, sie ja. hat dann hinterher noch Bestrahlung gekriegt und es war hinterher alles in Ordnung gewesen. War deine Mutter denn jemand, der nicht so großen Lebenselan mehr hatte? Oder eigentlich schon? Doch, sie war eine starke Frau. Mhm. Sie war wirklich eine starke Frau. Sie hat 7 Enkelkinder und sie hätte für uns Kinder auch alles gegeben. Wie erklärst du dir, dass sie dann so wahrscheinlich innerlich jetzt aufgegeben hat vor Beginn der Chemotherapie? Mein Vater sagt, sie hat Angst davor gehabt und sie hat darauf keine Lust mehr gehabt. Sie hat keine Lust mehr zu kämpfen gehabt. Ja. Ob,
obwohl wir das Schlimmste doch schon überstanden hatten mit dem Tumor im Kopf. Hatten denn die Ärzte sogar gesagt, dass das eine gute Chance hat, die Chemotherapie? Ja, sie haben gesagt, sie wird zwar nicht geheilt, aber sie wird wieder gesund, dass sie halt so leben kann wie vorher auch. Ja, und das ist das Ding, was ich dann nicht verstehen kann, warum sie aufgegeben hat. Ja. Sie haben hinterher sie nochmal untersucht, als sie jetzt in die Klinik gekommen ist. Sie haben nochmal CT gemacht und sie haben die Lunge nochmal geröntgt. Der Tumor ist nicht mehr gewachsen und er hat auch nicht gestrahlt irgendwie. Ist sie gestern Morgen, sagst du, verstorben? Ja. Wann hast du das letzte Mal mit ihr sprechen können? Einen Tag bevor sie in die Klinik gekommen ist, habe ich nochmal kurz mit ihr telefoniert und habe ihr viel Glück gewünscht. Wie lange ist das jetzt? Wann war das? Vor 2 Wochen ungefähr. Ach, und seitdem hast du gar nicht mehr mit ihr gesprochen? Nein, ich war nicht mehr in der Klinik, weil ich auch an Grippe erkrankt war und alles und ich wollte sie da nicht noch anstecken. Mhm. Aber man hätte doch mal anrufen können. Ja, aber ich hatte keine Telefonnummer. Mein Vater hat gesagt, Telefon und so ist gesperrt. Ihr könnt gerne jederzeit in die Klinik fahren und alles. Das ist alles kein Problem. Mhm. Aber Telefon ist gesperrt. Und deswegen habe ich eine Woche, beziehungsweise einen Tag, bevor sie in die Klinik gekommen ist, habe ich nochmal mit ihr telefoniert. Ja. Aber das ist mir ein bisschen rätselhaft, Dani. Also wenn meine Mutter ins Krankenhaus kommt mit einer sehr schweren Erkrankung, dann setzt man doch alles daran, wenn man schon nicht persönlich hingehen kann, dass man auf jeden Fall viel telefonieren kann mit der Angehörigen. Warum habt ihr das nicht gemacht? Doch, ich habe schon mit ihr telefoniert. Ich war ja auch vorher die ganze Zeit in der Klinik gewesen. Ich war 8 Wochen, bin ich zu meinem Vater hingezogen mit beiden Kindern. Mhm. Die haben ein Haus gehabt oder haben immer noch das Haus mit 2 Kinderzimmer eingerichtet. Aber die letzten beiden Wochen eben nicht, ne? Nee, die letzten beiden Wochen nicht, weil ich sie auch irgendwo schonen wollte, weil ich mir gedacht habe, vielleicht muss sie das jetzt alles selber mal überdenken, was überhaupt mit ihr passiert ist. Hm. Vielleicht sollte man den Besuch, vor allen Dingen, ich habe noch 2 Geschwister, die wollen dann natürlich auch zu ihr und ihre Mutter wollte dann auch zu ihr. Machst du dir ein bisschen Vorwürfe, dass du in den letzten 2 Wochen keinen Kontakt mehr hattest? Ich weiß nicht, ob ich mir Vorwürfe machen soll. Glaub eher weniger, weil ich noch mit ihr telefoniert habe, weil das war ja ihr eigener Wille gewesen, was da jetzt passiert ist. Mhm. Gut, aber du hast telefoniert eben bevor sie ins Krankenhaus gekommen ist, ne? Und dann 2 Wochen nicht mehr. Ja, weißt du, wir haben so eine Verbindung gehabt, wir sind durch dick und dünn gegangen. Ich konnte sie immer umarmen, ich konnte sie immer knutschen. Das heißt also, den letzten Zustand, so die letzten Tage, den kann dir nur dein Vater erzählen. Der war vermutlich bei ihr und hat sie besucht. Ja, aber da hat sie auch schon nicht mehr geredet und nichts mehr gesagt. Selbst zu meinem Vater, die waren über 30 Jahre verheiratet. Ja. Die waren schlimmer wie siamesische Zwillinge. Die hat man nicht auseinandergekriegt. Wer hat sie denn überhaupt noch besucht? Nur der Vater oder gab es noch jemanden? Nein, meine Oma, die ist noch 2 Tage vorher da gewesen oder 3 Tage vorher. Meine Geschwister sind noch hingefahren. Also sie hat immer nur Besuch gehabt. Und da denke ich mir, vielleicht war das gar nicht gut, dass sie andauernd Besuch gehabt hatte. Vielleicht musste sie selber erstmal mit der Situation klar werden. Das glaube ich nicht. Nein. Ja, aber wir sind immer beigegangen und haben gesagt, komm Mom, du schaffst das schon. Ja, also ich glaube schon, wenn ein Angehöriger, ein sehr naher Angehöriger, sehr schwer krank ist, ist es toll, wenn man für ihn da ist. Und so geht es einem selbst ja auch. Man freut sich ja, wenn man Halt bekommt. Ja, aber ist das nicht egoistisch, Domian, so wie wir gedacht haben? Vielleicht musste sie selber erstmal mit der ganzen Situation klarkommen. Vielleicht musste sie selber über die ganze Sache erstmal nachdenken, was da überhaupt passiert ist. Verstehe ich nicht. Was ist da egoistisch dran, wenn man dem Verwandten beisteht? Verstehe ich nicht. Ja, weil sie nicht die Möglichkeit hatte, mit meinem Vater irgendwie alleine mal die ganze Situation ganz alleine irgendwie nachzudenken, was da jetzt mit ihr passiert war. Ja gut, man muss ja nicht Tag und Nacht dann da sein. Na, mein Vater war immer Tag und Nacht da bei ihr. Er hat sie nie alleine gelassen. Und sie war auch früher nie alleine. Sie wollte nie alleine sein. Deswegen verstehe ich den Schritt nicht, den sie getan hat jetzt. Weil für ihre Enkelkinder wollte sie immer da sein. Sie wollte mit meinem Vater noch in Urlaub fahren. Ich höre jetzt auch so ein bisschen daraus, dass du ihr sogar so ein bisschen, also irgendwie so einen Vorwurf machst, dass sie gegangen ist, so ganz schnell. Ist auch so ein bisschen Enttäuschung, sagen wir mal Enttäuschung da? Ich bin wütend auf sie, ja, warum sie das einfach so für sich entschieden hat und es ist okay. Aber ist das nicht auch egoistisch? Natürlich ist das egoistisch. Ich habe ihr gesagt, warum hast du diesen Schritt gemacht? Warum diese blöde Frage, warum, wieso, weshalb? Warum hat sie nicht gesagt, dass sie keine Lust mehr hat? Oder
dass sie jetzt gerne in diesem Moment alleine sein will. Mhm. Weißt du, diese Fragen, die kommen dann immer auf. Ja, aber vielleicht hätte sie es dir gerne gesagt und du warst nicht bei ihr. Mein Vater, der wäre 2 Stunden später in die Klinik gefahren, aber vorher hat sie den Weg gewählt zu gehen. Und sie wollte auch alleine gehen. Mhm. Also das muss man dann ja auch akzeptieren. Es ist ja auch müßig, darüber jetzt so nachzudenken. Es war, aber es ist schwer, das zu akzeptieren. Schwer. Ja, es ist sehr schwer, natürlich, ja. Vor allen Dingen, weil ich mit ihr durch dick und dünn gegangen bin. Ich war fast jeden Tag da mit meinen Kindern. Mhm. Sie hat die erste Tochter mit mir auf die Welt gebracht. Mhm. Und wir haben immer Kaffee getrunken, wir haben immer getratscht. Mhm. Und ich kann sie jetzt nicht mehr so in den Arm nehmen, wie ich gerne möchte. Ich finde es auch insofern so schlimm, weil deine Mama ja noch so wirklich sehr jung war. Das ist ja kein Alter, 56, und dann so plötzlich zu versterben. Ich möchte dir von meiner Seite mein tiefes Beileid aussprechen. Ich danke dir. Und du hast ja eine Familie um dich herum, die dich etwas auffängt, habe ich gehört jetzt, für die nächste Zeit. Ja, meine 2 Kinder, denen versuche ich das auch irgendwie zu erklären, beziehungsweise der Großen. Aber wie ich das machen soll, weiß ich auch noch nicht, weil ich erkläre jetzt zwar, die Oma, die ist jetzt im Himmel, das ist ein Engel und die sitzt auf einer Wolke. Wie alt aber ist ich kann selber nicht so gut daran glauben. Irgendwie. Ich weiß es wie nicht. Alt ist das Kind? Die wird jetzt 4. Mhm. Und ja, die ist total Oma-Opa bezogen. Das ist schon sehr schön und sehr nett, es ihr das so zu erklären. Das hilft auf jeden Fall über diesen ersten Schock, dass die Oma nicht mehr da ist, hinweg. Und irgendwann wird sie schon verstehen, was geschehen, was passiert ist. Ich wünsche euch allen sehr viel Kraft für die nächste Zeit. Dani, von ganzem Herzen. Und dir alles Gute für die Sendung. Auch. Dankeschön. Auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das leichte Pfeifen oder Rauschen, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch hört, ich höre es ständig, liegt hier an meinem Kopfhörer. Und jetzt machen wir ein paar Takte Musik und der nette Kollege aus der Technik kommt rein und tauscht den Kopfhörer aus und dann klappt es hoffentlich wieder ganz perfekt. Also etwas Musik. Das war kurz und schmerzlos und es klingt gleich viel besser. Vielen Dank an Jens Diegel aus der Technik, der mir hier einen neuen Kopfhörer verpasst hat. So, ihr Lieben, nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111 und die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Weiter geht's mit Fabian und Fabian ist 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Fabian. Erstmal möchte ich Dani mein Beileid aussprechen, also das hat mich jetzt schon sehr mitgenommen und ja. Sehr nett von dir. Ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist sehr hart und ich glaube, wenn man sich dann in die Situation hineinversetzt und sich vorstellt, dass die eigene Mutter so plötzlich wegstirbt, ist es ganz schrecklich. Ja, wobei ich auch glaube, dass die Mutter wahrscheinlich, also dass sie es einfach nur wollte, dass sie so nicht weiterleben wollte. Ja. Okay, jetzt mal zum ganz anderen Thema. Zu dir jetzt, warum hast du angerufen? Und zwar rufe ich an wegen dem Krieg. Mhm. Und zwar bin ich der Auffassung, dass der Krieg gerechtfertigt ist. Du findest das? Ich finde das so, ja. Ah ja. Und zwar meine ich das, weil ein Mann wie Saddam Hussein, der sein Regime, der seit vielen Jahren eine Diktatur betreibt, dass man den irgendwann auch mal auffallen muss. Man kann nicht immer nur zuschauen und es einigermaßen gedulden, was er da abzieht, sondern muss auch mal handeln. Mhm. Weil und du glaubst allen Ernstes, dass es den Amerikanern darum geht, da einen bösen Diktator loszuwerden? Nee, ich glaube, dass es ein Kampf gegen die Terroristen ist. Aber es gibt überhaupt gar keine nachweislichen Verbindungen zwischen Al-Qaida und dem Irak. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich denke mal, gut, die Medien sagen eh was. Ja gut. Also wenn es die nachweislich gäbe, was meinst du, wie die Amerikaner das ausgeschlachtet hätten? Die gibt es nicht. Und wenn der Präsident... wenn es dem wirklich um Menschenrechte ging, dann würde er sich auch um andere Länder kümmern, wo es eklatante Menschenrechtsverletzungen gibt und Diktatoren gibt.
Und immerhin sollten wir nicht vergessen, dass dieser Präsident schon sehr viele Menschen auf dem Gewissen hat. Nämlich er hat die Todesurteile unterschrieben in Texas, als er noch Gouverneur war. Ja, das stimmt. Ja. Also für mich ist Saddam Hussein ist es ein Terrorist. Ganz aber klar. Wir müssen ja immer auch über das Volk reden und über die Menschen. Wir kriegen ja, dann aber, ja eben, man muss auch mal über das Volk kriegen. Und dieses Volk hat keine Rechte. Mhm. Und sie leben wirklich in Armut. Und wenn ich mir auf dem Fernsehen gucke... Ja, und jetzt wird das Volk abgeschlachtet. Ich sage das wirklich so in bewusst in so einem mit einem solch einem Vokabular. Wir haben ja die Bilder jetzt gesehen am Wochenende und wir können ja nur erahnen, was die Bomben anrichten, auch bei der Zivilbevölkerung. Naja. Und das ist doch einfach schauderhaft. Ja, aber ist es nicht auch schauderhaft zu sehen, wie Kinder und Erwachsene unterernährt leben, wie die medizinischen Mittel fehlen und Saddam Hussein in seinen... Fabian, dann sage ich immer noch, man muss alle friedlichen Mittel, alle anderen Mittel muss man ausschöpfen. Wir haben das gleiche Elend in Nordkorea. Wir haben einen Unrechtsstaat, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist auch eine Diktatur in China. Und wir können noch Dutzend andere Beispiele aufführen, wo sich die große Weltmacht Amerika nicht drum kümmert, weil sie Angst auch haben, weil es Atommächte sind oder weil die so unbedeutend sind. Und hier wird auf ein Land eingedroschen. Weißt du, ich habe es letzte Woche auch immer wieder hier gesagt, wenn man gegen diesen Krieg ist und gegen diesen Präsidenten, ist man ja nicht für dieses Gewaltregime im Irak. Das ja, muss aber man ja immer. Sagt ja keiner was. Bitte? Wenn man zum Beispiel jetzt hier immer hört, ich bin gegen Krieg. Mhm. Aber man hört nie, ich bin gegen Saddam. Das hört man doch. Nein, das hört man nie. Das muss ich aber jetzt wirklich sagen. Also bei allen Kriegsgegnern, auch prominenten Kriegsgegnern, wird das immer miteinander verknüpft, dass alle anerkennen, dass das wirklich ein bestialischer Herrscher ist. Ich habe noch keinen gehört, der das Regime im Irak in irgendeiner Weise schönredet. Wirklich nicht. Ja, aber ist die ganzen Jahre hat nie jemand was wirklich gesagt. Ich habe auch nie eine Demo gesehen, die gesagt hat, diesen Mann muss man auch mal stoppen. Das kann man kritisieren. So, du bist ein ganz junger Mann von 21 Jahren. Ja. Wärst du bereit, doch zu kämpfen? Wärst du bereit, als Soldat zu agieren? Wenn ich die Voraussetzungen haben würde, also wenn ich jetzt ein bisschen ausgebildet sein würde an der Waffe und alles, ich würde da hingehen, ja? Weil ich sag mir einfach... So, dir sind also die zivilen Opfer egal, die dort sterben. Nein, die sind überhaupt nicht egal. Ja, offensichtlich ja. Wenn man für den Krieg ist, ist es so. Nein, mir geht es um das Regime und um den Terrorismus, weil wir in Deutschland sind auch davon betroffen, von dem Terrorismus. Ja, aber das sind zum Beispiel, den kümmert sich gar nicht. Die gehen immer auf Defensive. Gut, aber lass uns ganz einfach bei den ganz einfachen Fakten bleiben. Es sterben sehr viele Menschen durch diesen Krieg. Es sterben auch sehr viele Zivilisten, sehr viele, was man immer sagt, unschuldige Menschen. Das ist dir egal. Nein, es ist mir nicht egal. Ja, aber du nimmst es in Kauf. Ich sag mal so, du nimmst es in Kauf. Es ist unvermeidlich, dass auch... So, und das ist schon eine zynische Äußerung, finde ich. Das ist wirklich eine zynische Äußerung. Es handelt sich immerhin um einen Krieg, der mit einem Völkerrechtsbruch vom Zaun... gebrochen worden. Saddam Hussein kein Völkerrechtsbruch? Ja, ist das ein Vorbild? Ist das ein Vorbild? Nein, feiges Verhalten ist es von den Amerikanern. Mit einer Maschine, einer Militärmaschine einzudreschen auf einen Staat, der militärisch nicht viel dem entgegenzuhalten hat. Wie man sich wundert. Ja, aber du darfst es nicht vom Tisch wischen, dass das nicht mit dem Mandat der UNO passiert, was da gerade passiert. Das stimmt. Dass es ein völkerrechtswidriger Krieg ist. So, das muss man ja alles sehen. Dennoch bin ich der Meinung... Lass dir mal, ich will jetzt mal nicht den Älteren raushängen lassen. Ich bin in dem Sinne auch nicht ein viel Älterer. Lass dir mal von deiner Oma, das ist meine Elterngeneration, lass dir mal erzählen, was es bedeutet, im Krieg zu sein. Lass dir mal erzählen, was es bedeutet, in einer Großstadt zu leben und zu wissen, da kommen Bomber. Und man sitzt in Kellern, und die haben ja gar nicht richtig gescheite Keller, vor allen Dingen nicht die armen Leute in Bagdad, und zittert um Leib und Leben. Lass dir das mal erzählen. Ich glaube, dass du dann auch anders denkst. Aber eine Sache hat meine Oma mir auch erzählt, wie es ist, in einer Diktatur zu leben.
Und da habe ich einige Sachen gehört, da habe ich auch gesagt, ja, gut, das hätte man lieber stoppen. Und wenn damals ein Bush in Amerika gewesen wäre, wäre es in Deutschland vielleicht auch gar nicht so weit gekommen. Das hätte da so eine Macht haben können. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Das jetzt gar nicht anschneiden. Kann man jetzt gar nicht so leicht verknüpfen miteinander. Ich finde aber schon, dass eine Diktatur ist. Und was Saddam da macht, das sollte man nicht so einfach auf die Kante legen. Nein, aber weißt du, du bist wirklich der amerikanischen Propaganda auf den Leim gegangen. Anfangs war ich auch gegen den Krieg. Nee, lass mich erklären. Weil die amerikanische Propaganda geht davon aus, wir wollen das Volk befreien, wir wollen Demokratie schaffen und so weiter. Wir wollen auch gegen den Terrorismus kämpfen. Das interessiert die überhaupt nicht, die Befreiung des Volkes. So sehe ich es. Es interessiert sie nur, die Macht doch zu stabilisieren, die amerikanische Macht. Und es interessiert sie, das Öl zu haben. Und es interessiert sie, von dort aus im großen arabischen Raum zu agieren. Nur darum geht es. Ich glaube nicht an irgendwelche ehrenwerten Ziele, die im Hintergrund stehen. Das ist alles Kriegspropaganda. Und seit sehr langem steht das schon fest, dass sie es machen wollten. Schon vor dem 11. September war es den Falken in Amerika ein Dorn im Auge, dass sie damals 91 Bagdad nicht genommen haben. Nun gut, Fabian, du bist anderer Meinung. Also ich bin da sehr anderer Meinung. Ich möchte auch nur kurz was ansetzen. Und zwar bin ich auch der Meinung, dass Deutschland daran nicht ganz unschuldig ist. Also ich finde, dass Deutschland erst wirklich den Startschuss dazu gegeben hat. Und da stimme ich auch der Angela Merkel vollkommen zu. Ja, finde ich eine unglaubliche Äußerung. Tut mir leid. Wie möchte man so einen Mann, wie möchte man den einschüchtern? Das schafft man doch nur durch Druck. Mhm. Und wenn Amerika und Großbritannien Druck ausüben und Deutschland schon von vornherein sagt, wir werden auch mit UN-Beschluss in keinen Krieg gehen. Und wenn Amerika und England von vornherein gar nicht Druck ausüben wollen, sondern nur Krieg ausüben wollen, was dann? Und so war es ja. Ich denke eher, dass Saddam den Krieg herausgefordert hat und die Inspekteure, also dass er da überhaupt keine Kooperation gezeigt hat. Also Herr Blix hat gesagt, dass er große Kooperation gezeigt hat. Man hat immer nur gehört, dass die erst gar nicht da anreisen durften und dann müssen sie sich immer anmelden und irgendwelche Gebäude untersuchen. Nein, dann bist du nicht gut informiert. Also Herr Blix, der Oberboss von den Inspektoren, war ja äußerst frustriert. Und äußerst zusammengesackt, nachdem alles sinnlos erschien, weil er gerne noch weitergemacht hätte. Das ist klar. Ja, ich habe noch eine Frage. Anfangs will man ja auch erstmal nur versuchen, dass es da nicht gleich mit Militärmacht zugeht, sondern dass man erstmal versucht, das alles friedlich zu lösen. Okay. Aber im Endeffekt kam noch darauf dabei raus, dass USA und Großbritannien recht hatten mit den Massenvernichtungswaffen und diesen Raketen. Nein, das ist nicht. Die hat auch schon längst abgefeuert. Ja, aber es gibt keinen Nachweis. Es gibt keinen Nachweis von Massenvernichtungswaffen. Das ist auch immer die Rhetorik, die Kriegsrhetorik aus Amerika. Es gibt keinen Nachweis von Verbindung Al-Qaida und Irak. Ja, das gut, wiederholen wir jetzt gerade. Die haben ja heute da so eine Fabrik gefunden. Was dabei rauskommt. Naja, das ist selbst in Washington ist das noch nicht bestätigt worden. Ja, das weiß ich. Deswegen, was meinst du, wie viel Enden wir da präsentieren? Bekommen und wie viel PR-Quark ständig in die Medien hineingeschleust wird, nur damit wir normalen Menschen in der Welt irgendwie irritiert sind und nicht wissen, was los ist. Und dass jemand wie du dann sagst, ja, da ist ja heute gerade eine große Fabrik entdeckt worden. Ich würde dich ganz zum Schluss noch fragen, du bist 21 Jahre alt, warst du bei der Bundeswehr? Nein, ich war noch nicht bei der Bundeswehr. Willst du zur Bundeswehr? Unter den Umständen würde ich sagen, ja, weil ich muss auch mal sagen, wir müssen uns auch mal verteidigen und so. Warum bist du noch nicht bei der Bundeswehr? Weil die noch nicht zu mir angekommen sind. Was sind denn deine Pläne gewesen? Wolltest du eigentlich nicht oder wie war das? Ich will jetzt eigentlich eine Ausbildung machen eigentlich erstmal. Ja. Und na gut, irgendwann muss ich ja wohl mal zum Bund. Aha. Aber ich möchte jetzt eigentlich erstmal eine Ausbildung in der Tasche haben und danach möchte ich eigentlich schon einen Beruf anfangen. Du machst erstmal die Ausbildung und ziehst dann in den Krieg. Nein. Nein. da verstehst du mich schon falsch. Ja. Also ich merke, dass du erst ein Befürworter des Krieges bist. Ich bin überhaupt kein Befürworter des Krieges, obwohl ich kein Pazifist bin, aber diesen Krieg lehne ich radikal ab. Ja, wahrscheinlich muss erst ein Anschlag in Deutschland stattfinden, bis wir alle das auch kapieren, dass wir da auch mit betroffen sind. Ja, aber ich sage es jetzt nochmal zum dritten Mal. Es gibt keine nachweisbaren Verbindungen zwischen diesen Terrornetzen und Irak. Das muss man einfach akzeptieren. Wenn es die gäbe, auch das wiederhole ich jetzt nochmal, würden die Amerikaner und würden das die Kriegsbefürworter absolut ausschlachten. Weil das natürlich die überzeugendste Argumentation wäre. Jetzt hören wir auf, Fabian, ich akzeptiere deine Meinung. Das ist ja auch okay. Ja, Wenn auch mit Zähne knirschen. Danke für deinen Anruf. Ja, und danke auch. Alles Gute. Ja, schönen Tag noch. Ja, tschüss. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Stefanie, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Stefanie. Ja, hallo Domian. Hallo Stefanie. Und was geht's bei dir? Ach,
Ja, wo soll ich anfangen? Ich würde ja sagen, mein Freund ist im Irak, aber er hat sich kurzfristig vorher von mir getrennt, ohne jede Vorwarnung, aus heiterem Himmel. Tja, und jetzt sitze ich hier und weiß im Grunde genommen nicht, wie es mit ihm weitergeht. Und Moment mal, er ist im Irak? Er ist im Irak, er ist schottischer Soldat. Ach so. Also in Deutschland stationiert. Ach so. Und er gehört halt zu denjenigen, die mit unten jetzt sind. Und die habe ich kurzfristig vorher getrennt? Ja. Wie lange wart ihr zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Und habt ihr euch getrennt wegen dieser Kriegsgeschichte? Oder? Davon gehe ich mittlerweile aus. Ich weiß es im Grunde genommen nicht genau, weil, sagen wir es mal so, er hat zu mir gesagt, er fährt schon in den Irak, er muss auf ein Schiff und muss die Panzer überführen. Und davon bin ich dann auch ausgegangen, habe natürlich zu Hause gesessen, habe mir schon Gedanken gemacht. Mhm. Bin dann in die Kur gefahren und an dem Tag, als ich da angekommen bin, kriegte ich einen Anruf, dass er nicht weg ist und dass er wohl in seiner Kaserne in dieser Bar sitzt und mit seinen Freunden Bier trinkt. Das hat mir erstmal die Füße weggehauen. Aha. Und daraufhin habe ich ihn versucht, ins Telefon zu kriegen und er sagte dann, er wäre nochmal zu Hause in Schottland gewesen und er hätte Angst gehabt, mir das zu sagen, weil ich vielleicht nicht verstehen würde, dass er die letzten Tage nicht mit mir verbringen will. Und ja, da war ich dann erst im ersten Moment eigentlich nur sauer. Und kann ich verstehen, wenn man 2 Jahre mit jemandem zusammen war und dann ja, wir so wollten heiraten, wir leben zusammen, wir haben jetzt versucht, ein Kind noch zu kriegen und dann kam das halt so urplötzlich. Also ich habe da ja und das Schlussmachen, wie lief das um die Bühne? Ja, das war am Telefon, wie gesagt, dass er erst sagte, nee, täte ihm unheimlich leid und er wird mich lieben und wäre alles in Ordnung. Er hätte sich halt noch nicht getraut, mir das zu sagen. Ja gut, da war ich halt nur, sagen wir mal, sauer darüber, dass er es mir nicht gesagt hat. Aber dann war auch erstmal gut. Aber ich merkte, dass irgendwas dahinter steckt. Der Moment, Klang, dass er dir was nicht gesagt hat? Dass er nach Schottland gefahren ist, um seine Familie nochmal zu sehen. Okay, gut. Aber das ist ja noch kein Schluss machen. Nee, und da sagt er nämlich noch, alles wäre in Ordnung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wir telefonieren ein paar Minuten später nochmal, weil ich das Telefon gewechselt hatte und rief ihn dann an und merkte, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Mhm. Dass er total anders klingt und ich habe ihn gefragt, was los ist und er sagt, er macht sich halt Sorgen und er möchte überhaupt, dass er überhaupt wiederkommt und ich sage, klar kommst du wieder. Und er hat die ganze Zeit vorher, wenn wir darüber gesprochen haben, immer gesagt, ja, das ist alles nicht so schlimm und ich habe gesagt, du Schatz, da unten wird das diesmal schlimmer als im letzten Krieg. Also du hast schon versucht, ihn davon abzuhalten oder? Nee, nicht davon abzuhalten, aber er hat immer so geredet, als wäre das, als würde er da unten auf Übung gehen und das wäre alles ganz einfach. Verstehe. Mit welcher Begründung hat er Schluss gemacht? Ich gehe mal davon aus, dass er Schluss gemacht hat. Ja, er hat sich dann getrennt und sagte, oh, plötzlich, das wird mir alles zu viel und ich weiß nicht, ob ich wiederkomme und ich schaffe das alles nicht mehr und hier und da und dass sein Vater halt auch krank ist und er hat tierische Angst wieder drum und er klang total panisch. Ich habe ihn noch nie so gehört. Hat er das am Telefon gemacht oder? Am Telefon, weil ich ja in der Kur war. Ich war ja 200 Kilometer weit weg von zu Hause. Das heißt, 2 Jahre sind am Telefon beendet worden? Ja, und dann habe ich gesagt, ich akzeptiere das nicht, dass er sich deswegen trennt und habe gedacht, das ist jetzt nur eine Kurzschlussreaktion, weil er halt Angst hat und total panisch ist und habe dann gesagt, komm, du musst dir keine Sorgen machen und das kriegen wir schon hin und das bringt jetzt gar nichts. Ich sage, wenn du dich jetzt von mir trennst, mache ich mir genauso Sorgen. Ich sag, er hat sich getrennt und ist jetzt weg. Ja, und er hat mir dann nochmal am Telefon gesagt, wo ich das nicht akzeptieren wollte. Er hätte mit einer anderen Frau geschlafen und er wollte nicht mit mir zusammen sein und hat also krampfhaft da mir Sachen an den Kopf geschmissen. So, wo ich jetzt lass uns mal gemeinsam darüber nachdenken, was da los ist. Das weiß ich nicht. Ich habe mit seiner Schwester gesprochen. Mhm. Aber er noch in Schottland war bei seiner Familie und bei seiner Schwester auch. Und ich habe ganz guten Kontakt jetzt im Moment zu ihr. Und sie sagte, sie weiß auch nicht, was mit ihm los war. Und sie sagte, er hätte sich da hinten auf gut Deutsch gesagt benommen wie eine Wildsau in der Woche, wo er da war. Er hat alles mitgenommen, was er noch kriegen kann. Mhm. Sei es Party, sei es rausgehen, trinken. Es war ihm alles egal, was Leute sagen, tun, machen. Das hört sich so an, als hätte er Angst. Als ginge er schon davon aus, dass er sterben wird dort unten. Ja, davon gehe ich jetzt mittlerweile auch aus, weil er hat mich dann nach anderthalb Wochen, also letzte Woche Samstag, hat er mich in der Kur angerufen, 5-mal hintereinander und hat mir gesagt, er hätte jetzt erst die Courage, mich anzurufen, um mir zu fragen, wie es mir geht und dass er wissen wollte, was wir machen und ob ich überhaupt noch mit ihm reden würde. Und er hätte 2 Briefe an mich losgeschickt und wenn ich die lesen würde, würde ich alles verstehen. Und sind die da? Die sind angekommen, letzten Donnerstag. Und verstehst du es? Nein. Weil er hat in den Briefen halt nur geschrieben, dass es ihm leid tut und dass er mir nicht wehtun wollte und dass er wünscht, er könnte die Zeit zurückdrehen. Aber im Grunde genommen hat er keine Begründung reingeschrieben. Im Grunde genommen habe ich immer noch keine Begründung von ihm gekriegt. Und jetzt sitzt er da unten und Hast du
Was überwiegt jetzt? Überwiegt jetzt die Verzweiflung, dass der Freund weg ist, dass er Schluss gemacht hat, ohne dass du es kapierst? Oder überwiegt auch die Angst, dass der Mann, den du nach wie vor offensichtlich liebst, in höchster Gefahr ist? Die Angst. Mhm. Weil ich sag mal, wie gesagt, er hat mir gesagt, er hat mit dieser anderen Frau geschlafen und das kann ja auch wohl sein. Ich weiß es nicht. Wenn er wirklich da hinten alles mitgenommen hat, was noch geht, dann wird es wohl auch stimmen. Aber ich sag mal. Also mit da hinten meinst du jetzt in Schottland, ne? Bitte? Mit da hinten meinst du jetzt in Schottland? Ja, in Schottland, genau. Ja. Und, dass er halt wie lange ist er jetzt genau schon im Irak? Wie lange? Er ist jetzt, glaube ich, 3,5 Wochen, 4 Wochen. 3,5 Wochen ist er ungefähr. Es ist vielleicht wirklich nur so erklärbar, dass er in so einer Todesangst irgendwie ist und wollte vorher alles irgendwie bereinigen, beenden oder abschließen oder... Ich weiß es eben nicht. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Und es gibt auch jetzt im Moment keine Mails oder Anrufe. Außer den beiden Briefen jetzt von ihm habe ich nichts mehr gehört. Ich meine, ich schreibe ihm, ich habe ihm sofort zurückgeschrieben. Mhm. Sind die Briefe denn so, dass sie vielleicht doch noch was offen halten für die Zeit, wenn er zurückkommt? Oder ist es das schon? Weil er auch reingeschrieben hat, er hofft, dass wir die Dinge danach klären können, dass ich überhaupt noch mit ihm rede und dass wir über alles reden können und dass es ihm halt alles leid tut. Also es klingt schon so, als wenn er jetzt kapiert hätte. Aber das macht doch so ein bisschen Mut. Ja, das macht, ne? Es hätte ja jetzt sagen können, dass es so absolut definitiv bei ihm ist. Vielleicht lässt es sich wirklich einordnen. Dass, wie alt ist er? 24. Ja, junger Mann, dass er wirklich in Todesangst irgendwie ist und jetzt... Ja. Durchdreht ein bisschen durchgedreht. Das ist das, was ich auch denke, da halte ich mich auch so dran fest, weil sonst würde ich das Ganze jetzt gar nicht verstehen und auch gar nicht irgendwo wegpacken können. Das ist ja auch noch eine ganz andere Geschichte jetzt bei dir. Wir verfolgen die Bilder als Menschen, die das Geschehen von sehr weit weg beurteilen. Ja. Oder nicht beurteilen, sondern beobachten. Mhm. Du guckst die Bilder im Fernsehen, wahrscheinlich hast du bei jedem Bild irgendwie so eine Assoziation oder könnte er bei sein oder könnte ihm was passieren? Ja, also ich gucke, also die ersten Tage war es ganz schlimm, da habe ich nur also 24 Stunden am Tag Nachrichten geguckt und jedes Bild, was ich gesehen habe, habe ich gedacht, vielleicht siehst du ihn irgendwo, vielleicht siehst du irgendjemand, den du da kennst und weißt, wo er ist, weil wir halt nicht genau wissen, wo er jetzt genau ist, weil die ja irgendwie ziemlich verstreut da unten sind. So, jetzt, ich habe ja gerade, das hast du mitgehört, mit dem Fabian sehr heftig diskutiert über den Krieg. Ja, ich habe so am Rande mitgekriegt. Ja, was ist denn deine Auffassung? Findest du es denn richtig, dass dieser Krieg geführt wird? Oh, da denke ich ziemlich gespalten drüber. Wenn ich die Bilder jetzt natürlich sehe, ich bin da so gefühlsmäßig drin, dass ich sage, ich wünsche natürlich, dieser Krieg würde jetzt gar nicht stattfinden. Nicht nur für mich, sondern allgemein, was man da mittlerweile mitkriegt, was da passiert. Aber im Grunde genommen, ja, ich bin gegen den Krieg. Auf jeden Fall. Aber das hätte auch noch nicht so sein müssen. Ja. Gab es denn da so im Vorfeld auch mal so richtig so Streitgespräche zwischen dir und deinem Freund? Ich meine, das lag dann ja eigentlich nahe, ne? Dass ihr euch darüber vielleicht auch mal gefetzt habt? Nee, gefetzt haben wir uns darüber gar nicht, weil ich habe ihm halt auch damals gesagt, wo das Thema dann zur Sprache kam, dass er da runter muss. Ich sag, du, das habe ich mir schon gedacht. Ich sag, ich weiß ja, dass ihr dann immer mit dabei seid. Und er sagt, wie denkst du denn darüber? Ich so, du, das ist dein Job. Ich wusste, dass das kommt. Und ich habe da auch nie was gegen gesagt. Und wo die Demonstrationen ja auch bei uns in der Stadt dann anfingen und ich ihm davon erzählt habe, sagt, da wolltest du da hingehen. Ich so, das kann ich nicht. Ich sag, weil ich kann nicht hinter dir stehen und das mit dir zusammen durchziehen und gleichzeitig auf diese Demonstrationen gehen, weil dann könnte ich da nicht voll hinterstehen und das würde mich noch mehr runterziehen. Das könnte ich gar nicht. Verstehe, das ist also ein richtiges Zwiegespalten sein in dir, was auch in dem Fall irgendwie ein bisschen verständlich ist, wenn man da einen Menschen unten hat, den man sehr lieb hat. Und aber so wie du es erzählst, besteht ja wirklich noch Hoffnung, dass eure Beziehung bestehen bleibt und wir wollen die Daumen drücken, dass er gesund wiederkommt. Ja, das ist auch das Allerwichtigste im Moment. Ja, das sind auch Leute, so Freunde verstehen das immer schlecht und sagen, Mensch, jetzt hat er dich auf gut Deutsch gesagt so einfach in den Arsch getreten und hat eventuell auch was mit einer anderen Frau gehabt und wie kannst du ihm das jetzt verzeihen? Ich sage, das ist für mich zweitrangig. Ich habe ihm jetzt auch geschrieben, dass ich ihn halt liebe und dass wir über alles reden können, wenn er wiederkommt. Ich habe gesagt, wenn er die Möglichkeit dazu schreiben, soll er mir schreiben, was er jetzt wirklich definitiv will, weil das aus den Briefen ja nicht wirklich klar zu erkennen ist. Vielleicht kann er das immer noch nicht sagen. Vor allen Dingen nicht in den Turbulenzen, aus den Turbulenzen heraus, in denen er sich da befindet im Moment. Aber er hat ja ein Angebot gemacht. Er hat ja gesagt, hoffentlich kann ich dir später, wenn ich zurück bin, alles erklären und hoffen wir das mal gemeinsam und hoffen wir gemeinsam, dass er wirklich, wie gesagt, gesund und heil wieder hierher kommt und dass ihr zusammen seid. Ja, auf jeden Fall. Hauptsache er kommt gesund wieder. Alles andere wird sich dann ja finden. Ja, Stefanie, alles Liebe und alles Gute. Ja, danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Ihr Lieben, Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Kinder können
grausam sein. Ich möchte gerne mit euch reden über, ja, über grausame Kinder. Habt ihr vielleicht selbst Kinder, die grausam sind, dass ihr selbst erschüttert seid und es gar nicht einordnen könnt, warum euer Kind gerade sowas gemacht hat? Oder kennt ihr welche? Oder wart ihr selbst vielleicht als Kind, als Jugendlicher ziemlich hart drauf, ziemlich krass drauf und schämt euch heute, was ihr gemacht habt? Also morgen heißt das Thema, Kinder können grausam sein. Christine, 27, ist jetzt dran. Guten Morgen. Morgen, Domian. Christine, dein Thema. Also mein Thema, ich arbeite als Prostituierte. Ja. Und für mich ziemlich beschissen, auf Deutsch gesagt. Wie lange arbeitest du schon als Prostituierte? Seit einem Jahr jetzt. Das Problem ist, ich habe 5000 Euro Schulden. Mhm. Und also war ganz klar die Kohle, die Motivation, in den Job zu gehen. Ja. Was hast du vorher gemacht? Ich habe vorher gejobbt. Ich habe einen ganz normalen Beruf erlernt. Nämlich? Ja. Nämlich? Ich habe Zahnarzthelferin. Zahnarzthelferin, ja. Mhm. Und habe dann halt eine ganze Zeit gejobbt. Mhm. Und wie gesagt, mache jetzt seit einem Jahr diesen Beruf. Wie bist du da reingekommen oder rangekommen? Das ja, war eigentlich ein dummer Zufall. Weil da, wo ich hingezogen bin, dieser Laden hier besteht schon länger. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon ziemliche Geldprobleme. Ja. Und dann bin ich halt irgendwo da reingerutscht. Also du arbeitest in einem Club quasi? Nein, ich arbeite privat. Privat, ja. Weil du gerade sagst, diesen Laden hier kannte ich schon länger. Was meinst du damit? Ja, diese Privatwohnung. Mhm, ja. Aber dennoch, so, da rutscht man ja nicht irgendwie so rein. Hast du eine Freundin gehabt, die das macht? Oder wer hat dich da rangeholt? Das war irgendwo auch ein bisschen die Neugierde und irgendwo die Kohle hat auch gelockt. Weil ich denke, du machst den Job, du bist schnell deine Schulden los, kannst vielleicht noch ein bisschen auf die hohe Kante legen. Mhm. Aber dennoch muss man ja einen Ansprechpartner haben, auch wenn man die Kohle braucht. Du musst ja wissen, wohin du dich wendest, um den Job zu machen. Wie hast du das getan? Ja, also die Chefin, also die hier vorher diesen Laden hatte, mhm. Die habe ich darauf angesprochen, mhm. ob sie jemanden sucht. Mhm. Und da sagte sie ja. Und ja. Also es ging dann wirklich ganz Eigeninitiativ von dir aus. Es hat nicht jemand zu dir gesagt, ja, Christine, komm doch mal zu uns, mach mal ein bisschen was und dann kannst du gut Kohle verdienen. So was nicht. Du hast die Frau angesprochen. Ich habe sie angesprochen, habe aber sehr lange gezögert. Und die hat dann immer so, ja, gesagt, mach's doch, probier's doch mhm. mal. Und mhm. So, jetzt machst du das ein Jahr. Und du wirkst alles andere als zufrieden damit. Das heißt, es geht dir in diesem Job nicht gut. Nein. Warum nicht? Weil ich fühle mich mittlerweile dreckig. Mhm. Und ich komme damit ganz einfach nicht mehr klar. Ja. Wie viele Kunden hast du so pro Tag? Das ist verschieden. Das kann mal einer sein, es kann aber auch 8, 9 sein. Mhm. Das ist total verschieden. Wie viel hattest du heute? Einen. Das ist ein magerer Tag. Ja. Ja. Verdienst du denn so gut, wie du dir das erhofft hattest am Anfang? Nein. Darf ich fragen, wie viel im Monat ungefähr rumkommt? Also ich habe für mich im Prinzip ungefähr 300 Euro die Woche. Davon unterhalte ich ein Auto. Ich habe noch eine separate Wohnung, also eine eigene Wohnung. Mhm. 300 Euro pro Woche nur? Ja. Wo bleibt das andere Geld? Das ist doch die müssen noch mehr zahlen, die Kunden. Ich sag mal, ich bezahle hier Miete. Mhm. Die recht hoch ist? Ich bezahle hier 80 Euro Tagesmiete. Ja. Ja. Also, das ist dann schon so eine Art Haus, wo verschiedene Prostituierte arbeiten und jeder hat so seine Wohnung oder sein Zimmer gemietet. Nein, ich habe eine eigene Wohnung. Eigene Wohnung. Mhm. Ich habe eine eigene. Aber die ist nur dafür da, für diesen Job. Jetzt, wo ich jetzt zur Zeit bin, ja. Ja, musst du das Geld dann an irgendjemand anderen noch was abgeben? Hast du einen Zuhälter? Ja, Zuhälter kann man es nicht direkt nennen. Nennen wir es anders, aber da ist jemand, dem du Geld abgeben musst. Hallo? Ja? Ja, ist da jemand, dem du das Geld abgeben musst? Ich frage deshalb, weil mir das so wenig erscheint, dass dir 300 Euro im Monat übrig, in der Woche übrig bleiben. Wo bleibt der Rest? Ja, ich sag mal, es kann auch schon mal mehr sein. Aber wie gesagt, ich habe bei meinem, wie du sagst, Zuhälter mhm. noch 1500 Euro Schulden, mhm. die ich auch abtragen muss. Also da gibt es schon einen Menschen, der das, ich sag mal, so ein bisschen koordiniert und der sich dafür bezahlen lässt von dir. Ja. Ja. Mhm. Und wenn das nicht der Fall wäre, würdest du auch noch mehr Geld verdienen? Denke ich schon, ja. Ja. Mhm.
5.000 Euro Schulden waren die, das ging voraus, voriges Jahr, deshalb bist du da reingegangen. Woher kommen die Schulden? Bitte? Woher kommen die Schulden? Ja, habe halt ein Auto gekauft, konnte die Versicherung irgendwann nicht mehr bezahlen. Es hat sich halt alles so summiert. Nun will ich mal sagen, 5.000 Euro ist natürlich eine Stange Geld. Aber es ist ja auch nicht so unglaublich viel Geld, dass man etwas tun sollte und tun muss, was einem so zuwider ist. Warum hörst du nicht auf? Ich weiß es nicht. Du sagst, du fühlst dich dreckig. Ja. Ekelst du dich vor deinen Kunden? Ja, ich ekel mich mittlerweile vor mir selber. Mhm. Das heißt, im Prinzip ist dir jeder Tag ein Grauen, wenn er anfängt und du dir vorstellst, heute kommen sie wieder, egal wer es ist, wie er aussieht, ich muss es wieder tun. Ja. Mhm. So, jetzt musst du mir aber doch versuchen zu erklären, warum du nicht aussteigst. Hast du Angst vor jemandem? Nein. Ich habe halt irgendwo Angst, dass ich dann noch weiter in diese Schuldenfalle reintappe. Dass ich bald auf der Straße sitze. Wie hoch sind die Schulden denn im Moment noch? Die sind immer noch, also die sind jetzt 5.000 Euro. Immer noch? Also hat es doch schon angefangen vor einem Jahr. Ja, dann habe ich mal wieder einen Teil abgetragen, dann lief es hier wieder absolut gar nicht. Mhm, Warst denn schon mal, also ein ganz, ganz schlichter Vorschlag, warst du schon mal bei einer Schuldnerberatung? Nee, noch nicht. Ich meine, das ist ja der erste, einfachste Schritt, sich da einfach mal beraten zu lassen, wie man damit umgeht, was man tun könnte. Dieser Zuhälter, in Anführungszeichen, der da um dich herum ist, hättest du Angst vor dem, wenn du sagst, ich höre jetzt auf, ich mach's nicht mehr? Etwas schon, ja. Was könnte der vielleicht machen? Ich weiß es nicht. Nur das Problem ist, hier wo ich arbeite, es sind wahnsinnig viele Clubs in der Umgebung. Mhm. Und vor ein paar Tagen hatten wir einen Zuhälter hier stehen. Mhm. Und, ich hatte auf jeden Fall irgendwann eine hängen gehabt. Und er sagte, entweder ist die Kohle auf dem Tisch oder ich komme demnächst wieder und dann ist die Kohle auf dem Tisch. Mhm. Also verstehe ich es so, dass die Hauptangst eigentlich darin besteht, dass jemand dir Gewalt antut? Ja. Und dass die Schuldengeschichte, da hast du auch Angst vor, aber eigentlich zweitrangig ist? Ich sag mal, ich habe hier eine ganze Zeit gearbeitet, lief eigentlich, sag mal, es waren keine Zuhälter hier und nichts. Und wie gesagt, und jetzt mittlerweile hab ich halt diesen Ärger. Mhm. Bitte? Nee? Dieses Unwohlsein, dass du sagst, ich fühle mich dreckig und es ist alles grauenhaft für mich. War das direkt am Anfang auch schon so? Am Anfang habe ich es noch verdrängt. Mhm. Nur mittlerweile kann ich es nicht mehr. Ja. Also Christine, ich finde das das absolute Warnsignal, das, was du sagst. Wenn du sagst, ich kann nicht mehr und ich fühle mich dreckig und es ist alles in mir irgendwie kaputt und ich ekel mich von mir selbst, so hast du es ja auch gerade gesagt, finde ich, dass du alles dran setzen solltest, da rauszukommen und das aufzuhören. Weil ich glaube, jede Woche, jeden Monat, den du länger arbeitest, schadest du deiner Seele, deiner Psyche immer mehr. Ich merke es ja jetzt schon, dass ich teilweise nachts nicht mehr schlafen kann. Ja. Ich möchte dir gerne etwas anbieten. Ich möchte dir anbieten, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Und wir werden dich mal versorgen, dann auch gleich mit entsprechenden Anlauftelefonnummern, Anlaufadressen. Es gibt ja so eine Art Selbsthilfegruppen in Deutschland für Prostituierte, die aussteigen wollen. Ja. Da hast du es dann zu tun, wirklich mit Leuten, die das Milieu durch und durch kennen. Das fände ich zum Beispiel gut, wenn du mit solchen Leuten Kontakt aufnehmen würdest. Das kann dir aber meine Psychologin alles ganz genau erklären, wer da die besten Ansprechpartner sind. So, und darüber hinaus auf jeden Fall auch mal einen Termin bei der Schuldnerberatung machen. Ja. Ne? Und höre wirklich auf dein Gefühl. Nicht, dass du dir, wenn du nur älter bist, irgendwann später einen Vorwurf machst und sagst, ach, hätte ich doch bloß da aufgehört. Irgendwie scheint mir jetzt schon die oberste Grenze erreicht zu sein, wie du wirkst und was du alles gesagt hast. Ist ja auch. Es geht dir richtig scheiße, ne? Ja. Mhm.
Ja, deswegen muss etwas geschehen, Christine. Jetzt geschieht erstmal, dass du auflegst und meine Psychologin, die Elke, ruft dich gleich an. Mhm. Und dann redet ihr in Ruhe alles weitere. Okay. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss, Domian. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt das Thema, Kinder können grausam sein. Ich möchte gerne mit euch über Beispiele reden, über grausame Kinder, was Kinder schon alles angestellt haben oder anstellen können. Jetzt bin ich verbunden mit Abdul, 28 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Abdul. Dein Thema? Ja, mein Thema ist Irakkrieg. Ich dachte mir beinahe bei dem Namen. Ja, ich bin selber Iraker. Du bist selbst Iraker? Ja. Ja. Und ich lebe seit 12 Jahren in Deutschland schon. Ja. Meine Eltern leben noch in Bagdad und meine Geschwister auch. Dann musst du doch irre Angst haben um deine Familie. Ja, deshalb rufe ich auch jeden Tag da an ja. und frage, wie es denen geht. Und das funktioniert mit dem Telefonieren noch? Ja, das funktioniert noch, ja. Gott sei Dank. Was erzählen deine Verwandten aus Bagdad? Gar nicht, weil die Telefone werden ja abgehört. Da ja. kann man ja nichts sagen am Telefon. Ach so, das heißt, ihr könnt einfach nur plaudern. Genau. Aber du bist schon froh, wenn du ihre Stimmen hörst, das heißt, genau. sie leben. Genau, ich frage nur, wie es denen geht, wie die Lage ist, ob sie gut essen und ob sie genug Wasser haben mhm. oder sowas. Die Telefone werden von den Irakern abgehört. Von den Geheimdiensten, ja. Von den Geheimdiensten. Ja. Was hätte denn der irakische Geheimdienst dagegen, wenn deine Verwandten beispielsweise von ihren Ängsten erzählen würden während der Bombardements? Ja, die irakische Propagandaministerium will darstellen, dass die Iraker überhaupt keine Angst hätten wegen Ach so. Dem Krieg. Ach so. Dass das denen überhaupt nicht ausmacht, dieser Krieg. Aber seltsamerweise sehen wir ja auch Bilder heute wieder im Fernsehen von Menschen, die ganz verzweifelt sind, ja. Weil ihre Häuser zerstört wurden, von verletzten Irakern und Kindern. Das zeigt man dann ja schon. Auf jeden Fall, das zeigt man schon, dass man auch die Welt zeigt, wie die Amerikaner grausam sind, was ich auch vertrete, diese Meinung. Ja. Aber ich bin ein totaler Gegner der irakischen Regierung. Ja, ja, das kann man ja auch beides sein, ne? Ja, natürlich, ja. Und ich bedanke mich bei dir, dass du auch solche Meinung hast. Und ich wundere mich, dass viele Deutsche jetzt anrufen, auch viele, sage ich mal. Ich verfolge deine Sendung seit, glaube ich, Samstag oder Freitag war auch Freithema bei dir, ne? Ja, genau. Ja, ich versuche immer anzurufen, da habe ich auch ein paar gehört, die Meinung sind, dass die Amerikaner das richtig tun. Na, also ich bin schon der Meinung, dass Saddam weg muss, aber ja. nicht auf diese Art und Weise. Ja. Guck aber mal, ich will dir ein Beispiel nennen. Guck dir den Kurdenführer Öcalan. Den haben sie in einer Nacht, in zwei Nächte gebracht und haben sie zu Gericht gestellt. Wieso können sie nicht Saddam Hussein auch bringen? Das können sie. Die haben die Fähigkeit, aber das wollen die nicht. Die wollen halt nur die Welt beherrschen, ja. indem sie in den Golfstaaten sitzen und ja. Öl nachher in Europa verkaufen. Ja. Mehr wollen sie nicht. Ja. So sehe ich es auch, ja, eindeutig. Ja. Du sagst, vor 12 Jahren, da warst du 15 nach ja. Deutschland gekommen. Ja. Deine Familie ist aber noch im Irak. Die sind noch im Irak. Wie kam das, dass du als Kind, also als Kind nicht, als Jugendlicher? Ja, wir kamen zusammen nach Deutschland. Wer? Wir wollten meinen Bruder hier besuchen. Ja. Und dann fing dieser zweite Golfkrieg an. Ach so. Ja, ach so. Ich bin Juni 1990 angekommen. Mhm. Und dann fing dieser zweite Golfkrieg an, da haben wir uns entschieden, halt, dass ich hier bleibe. Und aber der Rest der Familie wird zurückgefahren? Die sind zurückgefahren, weil die können halt nicht leben. Das sind große, ältere Leute, die können hier nicht leben. Ja. Bist du in der Zwischenzeit öfter zu Besuch in Bagdad nein, gewesen? Nein, überhaupt nicht. Nicht. Um Gottes Willen, nein. Das heißt, du hast deine Familie seit so vielen Jahren nicht nein, gesehen? Nein, die sind zu uns gekommen nach Deutschland ein paar Mal. Ach so. Mhm. Ja, wir haben so eine Einladung gemacht. Die sind nach Amman gereist und von Amman aus nach Deutschland. Das heißt, wenn du zurückgefahren wärst, wäre es dir schlecht ergangen? Natürlich. Natürlich, ich wurde ja. dann zweimal zum Tode verurteilt im Irak. Du bist zweimal zum Tode verurteilt? Erstens, weil ich die Wehrdienst nicht geleistet habe im Irak und zweitens, weil ich halt einen Asylantrag gegen die irakische Regierung gestellt habe. Ja. Ich bin jetzt mittlerweile schon eingebürgert. Könnte ich jetzt theoretisch hinfahren, auch vorher. Ja. Aber das wäre zu riskant für meine Familie im Irak. Ja. Wie ist denn jetzt... Wie denkst du, was ist deine Prognose, wie das Ganze enden wird? Oh, Besatzung. Mhm. Das ist eine eindeutige Besatzung von den Amerikanern. Mhm. Was sie von Quatschen von Befreiung, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe mir ein Bild von einem arabischen Sender angeguckt. Ich empfange das über Satellit. Ja. Und da haben sie ein Bild von einem amerikanischen Soldat gezeigt. Der war in dieser Qasr, dieser Hafenstadt. Ja, ja. Der kam an, hat die irakische Flagge runtergerissen und die amerikanische Flagge stattdessen hochgemacht. Mhm. Was heißt das? Das heißt, dass es eine Besatzung ist. Ja.
Und wenn du dir anguckst, wie viel die von Soldaten, das sind ja Massen von Soldaten, die da sind, stationiert sind. Das ist nicht Befreiung. Ja. Ja. Und da muss die Welt was tun. Deutschland tut schon was. Das, ich bin schon richtig stolz auf die deutsche Regierung. Ich will nicht schleimen oder so. Aber das ist wirklich, das ist Tatsache. Ja. Nach deiner Einschätzung, das ist natürlich auch eine völlig subjektive Einschätzung, aber es ist ja interessant, das aus der Ecke auch mal zu hören. Glaubst du, dass Saddam noch irgendetwas im Schilde führt, dass er vielleicht doch noch mit Gas angreift und mit chemischen Waffen oder irgend so etwas? Oh, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es kann sein, dass er über sowas verfügt, dass er sowas hat. Es kann sein, natürlich. Aber der Mann ist unberechenbar. Also man kann ihm nie vertrauen. Hast du Sorge, dass es gerade um Bagdad sehr, sehr schlimme und sehr schwere Kämpfe geben wird? Ja, das glaube ich. Das glaube ich auf jeden Fall. Und das bedeutet ja dann, dass die Zivilbevölkerung, eben die einfachen Leute, auch alle involviert sind. Ja, das Problem ist, wir sehen nicht nur einen Saddam im Fernsehen, wir sehen ein paar von denen. Der hat ja 4 Doppelgänger oder vielleicht noch mehr. Ja, ja. Na, also das ist das Problem. Es kann sein, dass die Amerikaner einen schon fangen und die anderen drei laufen schon herum und sagen, nein, wir sind die Richtigen, das ist der Richtige, das ist nicht der Richtige. Und das ist das Problem. Ich versuche mich gerade nochmal in deine Situation zu versetzen. Meine engsten Verwandten sind in einer Stadt, die täglich bombardiert wird. Ja. Kannst du überhaupt noch schlafen oder normal leben hier in Deutschland? Da hast du vollkommen recht. Also die erste Nacht, wo sie bombardiert haben, da war ich bis 4 oder 5 Uhr morgens wach. Ja. Ich habe das mitverfolgt, weil sie das live übertragen haben bei den arabischen Sendern. Und ich habe wirklich also die ersten Tage richtig geweint mit meiner Frau, weil meine Frau ist auch Irakerin und das ist grausam. Wenn du dir anguckst, dass dein Land, sage ich mal, wo du geboren bist. Ich bin ja schon Deutscher, aber du bist ja da geboren. Natürlich, ja. Du bist schon Iraker. Also du bleibst und du bist immer noch Iraker. Auch wenn du Deutscher eingebürgert bist. Natürlich, natürlich. Das du sind die Wurzeln. Ja, ja, genau, genau. Genauso, wenn du jetzt in Amerika leben würdest oder woanders. Ja, ja, natürlich. Was ich nicht glaube von dir, dass du in Amerika leben würdest. Nein. Weil du deinen Urlaub ja schon gestrichen hast für Kalifornien. Ja, genau. Genau so ist es. Aber es blutet das Herz und man macht sich Irrsorgen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja. Aber guck mal, die irakische Bevölkerung ist gewohnt an sowas, weil sie schon vorher von Saddam abgeschlachtet wird. Also ich habe 2 Brüder, die sind seit 23 Jahren im Gefängnis. Seit 23 Jahren im Gefängnis? Ich bin auch kein Einzelfall. Jede irakische Familie im Irak ist von der irakischen Regierung betroffen. Hast du denn die Hoffnung, dass... du sagst, es gibt eine amerikanische Besatzung. Ja. Hast du denn wenigstens dann die Hoffnung, dass es zu einer Beruhigung, ich will es mal so ausdrücken, zu einer Beruhigung im Land kommt? Oder hast du die Sorge, dass ein Chaos entsteht und niemand letztendlich wirklich die Macht ausüben wird können? Das glaube ich nicht, weil die Amerikaner, die haben das ja gesagt, wir wollen, dass das Land auch nachher unter unserer Macht bleibt. Aber da müsstest du dich doch eigentlich freuen. Das würde ja bedeuten, so alle Leute überleben, die deine Leute sind, dass dein Bruder zum Beispiel aus dem Gefängnis herauskommt. Ja gut, aber was nützt mir das, wenn mein Land von irgendwelchen Mächten kontrolliert wird, wo die ganzen Einnahmen für dieses Land gehen? Und wir kennen das ja von der Besatzung. Und aber da muss ich erst mal sagen, Abdul, also bei all meiner Kritik, ich glaube, da wäre mir das Hemd näher als der Rock. Dann würde ich denken, okay, mein Bruder ist frei und der ist endlich aus dem Gefängnis raus und dann sollen die Amis mit dem Öl machen, was sie wollen. Nee, das wäre ein bisschen zu egoistisch. Ich merke schon, du bist ein Patriot und hast auch vielleicht auch ein anderes Denken über sowas, als wir das vielleicht hier in Westeuropa haben. Ja, das wäre zu egoistisch für mich, wenn ich nur so denken würde. Es geht ja um ein Land und um nicht meine Brüder. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja. Und wir hoffen sehr, dass deine Familie unbeschadet den Krieg überleben wird. Danke. Und wünsche alles Gute von Herzen. Ich danke dir auch. Auf Wiederhören, Abdul. Ja, tschüss. Ludger, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Ludger. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich wollte erstmal sagen, ich habe vorhin das Gespräch verfolgt von dem jungen Mann, 21 oder so. Ja. Ich kann eigentlich nicht verstehen, dass jemand auf so eine plumpe amerikanische Propaganda tatsächlich reinfällt. Also, ist mir unverständlich. Aber es fallen halt schon, zumindest in Amerika, viele Leute darauf rein. Obwohl ja, man jetzt auch sagen... In Amerika kann ich es ja noch irgendwo verstehen.
Ja. Weil die kriegen ja auch so die Informationen, sag ich mal, so nicht präsentiert, wie ich sag mal, hier der Fall ist. Ne? Hast du die Oscar-Verleihung gesehen? Es gab einen. Nee, die habe ich mir bewusst nicht angeguckt. Ja, es gab aber einen Mann, der massiv Herrn Bush beschimpft hat. Einen Dokumentarfilmer, der einen Oscar bekommen hat. Und er konnte eine Weile reden und dann haben sie ihm das Mikrofon abgedreht und die Musik ganz laut. Ja, das ist das Land der Freiheit. Aber wir müssen auch hinzusagen, dass es immer mehr Proteste in Amerika gibt. Jetzt am Wochenende ging es in Los Angeles, in San Francisco, in Chicago. Es tut sich was, es regt sich was. Ja, ganz bestimmt. Aber ich denke mal, Leute, die so informiert sind, wie der Mann, der jetzt auf der Bühne stand, ich denke mal, das ist eher die Ausnahme dann. War das dein Thema auch oder wolltest du... Nee. Mein Thema ist eigentlich ein anderes. Bei mir ist es so, ich vor ziemlich genau einem Jahr hat man bei mir halt MS festgestellt. Mhm. Und dadurch bin ich berufsunfähig geworden. Ich kann also meine... Das heißt jetzt, die Krankheit hat in einem Jahr schon so einen Fortschritt genommen? Nee, das nicht, aber ich bin Berufskraftfahrer. Ach so. Mhm. Und der Gesetzgeber schiebt da halt einen Riegel vor, wenn man, wenn man diese Krankheit hat und... Nee, nicht unbedingt die Krankheit, es geht halt mehr dann anfallsartiges Leiden und ich hatte zu dem Zeitpunkt seit Ende vorletzten Jahres hatte ich also Krämpfe in der rechten Körperhälfte. Das ging hinterher so weit, dass es alle halbe Stunde im Schnitt der Fall war, dass sich halt meine rechte Körperseite halt verkrampft hat. Mhm. Und ich sag mal so, ich habe nie am Steuer gehabt. Ja. Und seit Dezember vorletzten Jahres hat das so ungefähr angefangen und dann habe ich dann bis Februar damit gearbeitet. Mhm. Und dann am Wochenende ist mir das mal, als ich im BKW unterwegs war, hinterm Steuer passiert. Mhm. Und dann habe ich halt die Notbremse gezogen und habe gesagt, ja okay, jetzt musst du zum Arzt gehen, hinterm Lenkrad darf das nicht passieren. Jetzt bist du 32 Jahre alt und eigentlich Frührentner, oder? Wie verstehe ich das? Nee, das nicht. Ich habe mich also nicht berenten lassen, will ich auch nicht. Ja. Ich habe im letzten Jahr eine medizinische Reha halt mitgemacht. Mhm. Ich meine, da war schon die Rede davon, weil ich da in der Reha halt Probleme gekriegt habe, dass sie mich dann berenten wollten. Dann habe ich auch gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich dann auch auf gut Deutsch die Arschbacken zusammengekniffen. Also du bist jetzt natürlich nicht mehr in deinem Job als LKW oder als Kraftfahrer. Nee. Hast du jetzt einen anderen Job? Ich bin bis jetzt noch krankgeschrieben. Mhm. Aber du würdest gerne schon irgendwas noch machen. Ja, und ich versuche jetzt halt in eine Maßnahme reinzukommen, eine Weiterbildung, eine Maßnahme. Ich glaube, das ist auch... Also man sagt ja, dass MS auf jeden Fall irgendwie auch eine psychosomatische Geschichte ist. Sagt man so, dass es irgendwelche Zusammenhänge gibt. Und ich glaube, solange man das noch kann, ist das sicher eine tolle Sache, auch so für das eigene Gefühl, wenn man noch irgendwie arbeiten kann oder irgendwas tun kann. Ja, das Problem ist halt, klar, die Psyche hat auf die Krankheit wohl schon einen Einfluss. Ja. Nur das Dumme ist, also ich habe jetzt auch mal ein paar Bücher gelesen darüber, aber man kriegt nirgendwo Antworten. Es gibt keine Antworten. Hast du denn schon mal eine MS-Selbsthilfegruppe aufgesucht? Nee, das möchte ich eigentlich bewusst nicht tun. Warum nicht? Ich habe in der Reha ein paar Leute kennengelernt, die dasselbe Problem haben. Mhm. Und da sieht man, wie weit es mit einem selber noch kommen kann. Also, das heißt auch, du hast Angst, vielleicht zu nah an die Krankheit ranzukommen und dich vielleicht nur noch damit zu beschäftigen, wenn du in eine solche Selbsthilfegruppe gehst. Ja, ich beschäftige mich eigentlich sowieso nur noch damit, zumindest gedanklich. Mhm. Weil, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich habe eine ganz furchtbare Panik. Also, jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, oder ich gehe eigentlich nie ins Bett, bin eigentlich vom Fernseher. Mhm.
Herr Lutke, lass mich mal kurz noch sagen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Vielleicht hat so eine, ich kann das verstehen, was du sagst mit der Selbsthilfegruppe, weil man da auch vielleicht vor Augen geführt bekommt, wie es einem irgendwann mal droht dann, wie es weitergeht. Andererseits hat man mit Leuten zu tun, die einem viel, die in gleicher Weise betroffen sind, die einem vielleicht auch interessante Informationen geben können, die einem vielleicht auch Hoffnung machen können, die interessante Therapien kennen und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich kann deinen Standpunkt schon verstehen. Ich weiß auch selbst nicht, wie ich mich verhalten würde in einem solchen Fall. Jetzt muss ich leider das Gespräch hier abbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Aber ich sage, wir rufen dich gleich nach der Sendung nochmal kurz an. Okay? Das ist toll, danke. Das machen wir, Luca. Bis gleich. Tschüss. Ciao. In der Technik war Jens Giegel und morgen heißt unser Thema Kinder können grausam sein. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht.